einfach normal. Hallo Leute, nicht wundern, ich sehe komplett assi aus. Ich bin gerade erst aufgestanden. Heute ist der 19.11. und zwar findet heute die Biennale in Leipzig statt im Schauspielhaus und unser Film Einfach Normal wird da ja auch gezeigt. Und da dachte ich, ich nehme euch heute einfach mal mit durch den Tag. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann geht's auch schon los. Okay, ich bin jetzt fertig, aber ich muss mich wirklich richtig beeilen, weil ich schon viel zu spät dran bin. Das ist übrigens mein Outfit. Ein Jumpsuit und der ist richtig cool. Ich bin so aufgeregt. Also wir haben uns jetzt einige Beiträge angesehen, unseren Film auch. Und ich bin total herzklopfen, weil es ja das ging gar nicht mehr. Und ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen rumschlumpern und uns ein paar andere Sachen noch ansehen. Und genau, 16 Uhr ist dann auch schon die Preisverleihung und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und wir gucken uns jetzt mal die anderen Projekte an. Es gab ja nicht nur Video, sondern auch noch Radio und Bilder. Ich glaube, Radio gucken wir uns jetzt nicht unbedingt an oder hören uns an. Aber ich denke mal, die Fotos werden wir uns bestimmt mal ein bisschen angucken. So, gleich fängt die Preisverleihung an. Und wir sitzen schon gespannt da und haben irgendwie solche Karten bekommen. Very important. Ja, und wir sind gespannt. Und die Aufregung hat sich ein bisschen gelegt. Vier Spielkarten in eurem oder an eurem Sitz gefunden haben. Wenn ihr das habt, nehmt die nochmal bitte raus und streckt sie aus in die Höhe, damit wir so ein bisschen sehen können, wer sich schon gefunden hat. Moderator des heutigen Abends, das Gesicht der Biennale, hier ist August Geiler. Von Berlin, von Dresden in Halle und in Freiberg, wo immer ihr seid, gesprochen habe. Es kommen die Leute, die uns vorhin schon verzaubert haben. Wir dachten eigentlich, wenn wir ihren Namen hören, dann müsste doch ein Tiger kommen. Aber wie wir schon gesehen haben, war dann gar kein Tiger, sondern einer sah aus wie einer. Und sie haben auch die Energie von Tigern, das darf ich sagen. Sie haben eben erst einen Slam gewonnen, sie sind berühmt, sie sind bekannt und sie sagen, Zauberei ist geil. Und das überprüfen wir jetzt. Hier sind sie, Siegfried und Joy! Das ist Siegfried. Das ist Joy. Wir sind vor einem Jahr nach Las Vegas gegangen. Und wir haben uns gesagt, wenn wir es dort schaffen, dann kommen wir nie wieder. Hier sind wir! Nominiert in der Kategorie Video sind die Beiträge Das Herbstabenteuer. Igelbogen ist nicht traurig, weil ich den Herbst nicht mag. Er
Schnee scheint auch danach die Sonne und macht einen schönen Regenbogen. Stimmt, eigentlich ist der Herbst ganz schön. 4 trifft 13. Schon ein paar Euro würden uns helfen. Mir ist total egal, wie viele von euch den Leuten die Ohren voll dröhnen. Dafür gebe ich mein Geld garantiert nicht. Warte, nehmen Sie noch ein Kleider mit. Einfach normal. Wie willst du mal das Mädchen, was ich für ein gesagt ist, so romantisch, aber die Jungs aus der Oberstufe oberflächlich verlieben. Stattdessen bin ich ausgerechnet, sie die von der Lunge abweichen. Lieb von der Lunge, wenn du willst. Jeder kann lieben, wie er möchte. Unterwegs auf dem Pferdehof. Alle die Tiere, die Pferde mögen, können auf dem Pferd. Und gewonnen in der Kategorie Video haben die Beiträge. Wieder zu Hause und auch ziemlich kaputt. Ich wollte einfach nochmal ein Schlusswort sagen, ein Fazit. Also wir haben ja leider nicht gewonnen, aber wir waren nominiert und das hat mich ziemlich sehr gefreut. Die ganze Veranstaltung war toll, wir haben tolle Beiträge gesehen, wir haben auch einfach richtig, richtig gute Beiträge gesehen. Die Show-Einlagen waren gut, die Publikumsspiele waren toll und die Zauberer waren auch ziemlich cool. Ich war halt einfach nur enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Weil ihr halt auch, wir hatten uns ja im Voraus einige Beiträge angesehen in unserer Kategorie. Und ich muss wirklich sagen, also ich fand unseren Film, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass wir halt so voll mit Herzblut da mitgewirkt haben und da wirklich lange dran saßen. Und viel durchgestanden haben, damit dieser Film zustande kommt. Aber ich muss wirklich sagen, vom Qualitativen bis zum Schauspielerischen und zum, also einfach vom Mitreißenden her, fand ich unseren Film eigentlich einer der besten. Und es gab halt Beiträge, da dachte ich mir, die hätte ich jetzt vielleicht eher nicht nominiert oder nicht gewinnen lassen. Aber es hat die Jury entschieden, ich kann da nichts machen. Und es wird ja auch seinen Grund gehabt haben und es wurde ja auch begründet. Und ja, wie gesagt, ist meine subjektive Meinung. Mich hat es gewundert, ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Aber hey, wenigstens waren wir dabei. Genau, und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mal einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob unser Film eventuell eine Chance hatte zu gewinnen. Also ich denke auf jeden Fall. Ich meine, wir waren ja auch nominiert. Dann auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um auch nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!